15. Juni, 5.32 Uhr. That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo. Check it out. What? And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Es ist mehr als 30 Jahre her, seit ich so etwas wie einen Brief geschrieben habe. Da ich keine Schreibmaschine oder so etwas besitze, musste vorläufig meine miserable Handschrift in Kauf nehmen. Ich hörte, dass du nach Redgrave City zurückkehrst. Ich wusste nicht genau, was ich für dich tun könnte. Ich strotze nicht so vor Energie wie du und bin auch nicht gerade der Hellste. Doch aufgrund meines Handwerks kann ich dir wenigstens ein paar Hinweise geben. Ich weiß nicht, ob sie dir helfen werden, aber naja, das ist immerhin besser als nichts, nicht wahr? Als ich Dante zum ersten Mal traf, hatte er einen anderen Namen. Tony Redgrave. Ich wette, jetzt bist du hellröhig geworden, was? Tony Redgrave. Redgrave City. Nur ein Zufall? Oder ist es mehr als das? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Trotzdem dachte ich, wenn du schon auf dem Weg dorthin bist, kannst du das vielleicht selbst herausfinden. Deshalb beschloss ich dir alles zu sagen, was ich über Dante weiß. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich solche Sachen preisgebe. Du solltest mir dankbar sein. Je mehr Missionen du erledigst, desto mehr Informationen kannst du dir ansehen, wie zum Beispiel den Brief von Morrison. Hey, are we doing this or what? I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Wo kochst du denn? Das ist eine Werkbank, Mann. Das war eine Schleifmaschine und was weiß ich nicht. Ich glaube, kochen ist bei ihr was anderes. Hallo? I got a new arm for ya. Ah. Ach so. Ich glaube, das sind die DLC-Arme. Kann das sein? You want the creme de la creme? Klar. Look no further. Nice. Jetzt müsste ich nur wissen, was die Unterschiede sind. Was noch ein? You like pasta, right? Was hat das mit dem Arm zu tun? Ah. Oh boy. Ich glaube, wir kriegen jetzt ein paar Arme vorgestellt erstmal, weil ich den DLC habe. Ah, lol. Ach so. Mhm. Musst du dich immer neu bücken? Kannst du dich nicht einmal bücken und alle Arme rausholen? Mega Man lässt grüßen, Mann. Ah, okay. Hier kannst du mit roten Kugeln fertig keine Objekte kaufen. Okay, das ist Standard. Okay. Da kloppe ich mich selber durch. Fähigkeiten. Wir haben 19.000. Das ist für die Waffe, das ist für das Schwert. Das ist fürs Aufladen. Das ist fürs Aufladen der Faust. Okay. Wir können andere Devilbreaker kaufen. Er vibriert die Schmerzen einfach weg. Mega Man's Buster in Form eines Devilbreaker. Er spezialisiert auf den Fernkampf und verändert einige Aktionen, wenn er ausgerüstet ist. Ich würde gern Stats sehen. Tatsächlich. Nein. Ich habe wieder einen falschen Knopf gedrückt. Ich meine, ich habe ja jetzt ein paar. Wir nehmen mal welche mit. Den Pasta-Dude nehmen wir mit. Verliere ich die, wenn ich die irgendwie kaputt mache? Weiß nicht. So, das sind Tempo. Tempo ist eigentlich immer gut. Ja. Weil ich angriffen durch eine leichte Körperbewegung aus, um besser kontern zu können. Ja, lernen. Man kann es auch testen, aber wir lernen es einfach. Nein. Ich habe mich wieder verdrückt. Color Up. Pack noch mehr Kraft in deine Color Up-Schüsse. Halte X zurück, um die Patronenanzeige aufzufinden. Sobald die Anzeige voll ist, stehen dir 3 Schüsse zur Verfügung. Ja, weiß nicht. Streak, ein eindrucksvoller Sturmangriff, der Gegner wegfegt. Wegfegen bin ich nie so der Fan von. Das ist cool. Red Queen Combo. Kombos sind gut. Ich will alle Kombos haben. Ich liebe Kombos. Kombos fühlen sich gut an. Ich will sie alle haben. Deswegen gehen wir erstmal auf die ganzen Kombo-Sachen. Und kaufen ganz viel davon. Immer noch 2.500. Kriegen wir die Color Up noch für. Ich meine, why not? So. Und dann. Ich weiß nicht, ob ich die kaufen muss. Keine Ahnung, weil ich habe die ja. Goldene Kugel. Was macht die?
Kann Gefallene wiederbeleben. Okay. Erhöht die maximale Lebenskraft. Die kann man kaufen? Ach, nee. Kann man kaufen? Warum? Okay. Anpassung abschließen. Ja. Okay. Wieso ist hier schon wieder ein Ausrufezeichen? Ich hasse es, wenn irgendwo Ausrufezeichen sind. Vor allem, wenn ich da schon war. Hier sind überall... Oh, ich glaube... Ja. Ja, weil jetzt neue Sachen dazugekommen sind, weil ich Sachen gekauft habe. Okay, I got it. Heißt, wenn da neue Sachen sind, ist ein Ausrufezeichen dran. Das ist nett. So, Missionsstart. Eine Mission machen wir noch. Devil Breakers sind anscheinend wirklich unterschiedlich. Das ist nicht optisch. Der Ladescreen war schön kurz. PC-Version, juche. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei der PlayStation-Version ist, aber PC-Version. Oh, nice. Oh, Sprintirinos sind gut. Oh, gut, dass ich es gekauft habe. Uncool. Was ist hier los? Oh, Ballon. Das sind rote Kugeln, die kann ich sammeln, ne? Ja, okay, cool. Ich will die losschneiden, nicht platzen lassen. Das ist ja gemein. Also dieses Sprinten, dass ich das als erstes gekauft habe, war schon mal sehr schlau, weil ich liebe es, schnell rennen zu können. Ach da. Ich wollte gerade sagen, was ist das für schwarzes Zeug? Das sind Viecher. Hier jetzt die Black Empusas. Die Länge und Vielfalt deiner Kombos bestimmen, wie viele Stilpunkte und welchen Stilrang du erhältst. Stilringe wirken sich auf deine Punkte im Ergebnis zwischen nach der Mission aus. Ich hätte gucken sollen, wie ich die Kombos mache. Verdammt. Haben wir da noch einen Gegner? Da. Also mal ins Gesicht schießen. Nen, 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 nen. Oh, shit. Wenn man eine S-Kombos. Aber ich fühle mich immer noch nicht so agil, irgendwie. Nice. Apokalyptik. Also A haben wir schon mal erreicht. Das ist schön. Moment, kann ich mir die Kombos hier angucken? Fertigkeitenliste. Fähigkeiten. Bewegen, Kameraziele fassen, springen. Rainbow, Wire Snatch, Wirebound. Wire Snatch, Wirebound, ja. Red Queen. Am Boden. Y, Y, Y. Am Boden. Pause, wiederholt. Okay, oh Gott. Ex-Hyroner. Ja, das ist das, was ich gerade gemacht habe. Das ist das Problem. Du kannst dashen. What are demons doing in a city like this? There's something to this place. Kann man den aufladen? Nein, ne? Oh, da liegt noch ein Gabbera, aber kann ich nicht mitnehmen. What the fuck? Okay, das Waffen-Upgrade war auch ganz cool. Das Waffen-Upgrade holt auch einiges raus, das ist schön. Man kann ganz oft den starken Schuss machen. Das ist nice. Hier wird gekämpft. Obvious. Hallo. Hellkana, schlitzende Garde.
Ich bin ausgewichen. Hätte ich das Ausweichen doch kaufen sollen? Weiß nicht. Jetzt zerstört meine Combo. Okay, wenn sie blocken, schießen. Ah, das Ausweichen, das muss ich üben. Komm, komm. Boom, okay. Ich hab den gerade die ganze Zeit gepullt. Haben wir's jetzt? Ja, okay. Ich hab den Pasta-Arm. Noodle Arms. Okay, mit den Kombos, ey, das ist noch nicht so fresh in mir drin. Macht man die ganz kaputt? Anscheinend nicht. Genau, darauf wollte ich schießen. Gibt's hier noch was? Ein Stuhl? Hier gibt's noch ein Overture. Den können wir mitnehmen. Oh lol. Kommt ihr denn her? Bleib mal hier. So. Den hätte man verpassen können. Weil er sich so in die Ecke gesetzt hat. Was ist das hier? Na? Okay, ich glaube, dann sollen wir jetzt hier durchs Räumchen gehen. Wer hat da unten Spaß? Ja, oder auch nicht. Oh lol. Erschreckt mich doch nicht so. Moment. Das will ich haben. Sowas lassen wir nicht entgehen. Was ist das hier? Untersuchen. Warum zieht was? Larve, die Dämonenbaum tötet. Nitok-Larve. Eine Larve des parasitären Nitok. Erinnert sich von schwachen Teilen des Klipov und zerstört diesen innere Struktur. Warum? Warum haben wir auf einmal sowas? Den kleinen setzen wir jetzt da rein. Das ist ja irgendwie süß. Oh, guck mal, wie knuffig. Ein bisschen eklig, aber auch irgendwie süß. Wenn wir genug von den Viechern hätten, könnten wir Horizon sein Bäumchen komplett zerstören. Wir müssen die züchten. Lass uns eine Farm aufmachen von den Viechern. Ich komm nicht durch die geschlossenen Türen, ne? Ich glaube nicht. So, Wait. Which way did I come from again? Ja, da sagst du was. Ich.
Wenn du dich verirrt hast, halte LS gedrückt, um die Kamera auf dein nächstes Ziel auszurichten. LS. Ah, sehr lange drücken. Okay, da muss ich hin, also gehe ich jetzt hier hin. Okay, kann ich das irgendwie umstellen, dass ich mit auf dem Wii U Controller Y schlage und nicht mit X schlagen muss? Would be great. Ich kann das in Steam umstellen, das weiß ich. Steuerung, Tastatur. Ist da nicht, ich kann hier keine Steuerung. Nahkampfangriff. Zack. Nein. Holy shit, das Menü laggt mega hier. Das ist mega laggy. Aber nur das Menü. Nur das Menü war jetzt mega laggy. Kranker Scheiß. Ja, so will ich das. So, jetzt werde ich auch öfter, also mich weniger verdrücken. Pasta Breaker. Oh, come on. Really? So. Oh, lol. Okay, immer wenn ich das... Immer wenn ich den Arm in die Luft sprenge, fällt er... ist er weg. Vorher eigentlich nicht. Okay. Aber wie gesagt, die Kombos müssen noch reinkommen. Aber cool. Das Tastenumlegen hat schon mal viel gebracht. Weißt du, willst hier nur so mal einen Raum looten? Und dann so. Edge Badge. Ist dahinter was? Nein, okay. Ah, hier brauchen wir wieder so ein Lärfchen. Ich sag ja, wir müssen eine Farm aufmachen, Mann. Wieso glaubt ihr mir nicht? Hier wird auch wieder gekämpft. Hier geht die Tür zu und hier ist so viel Platz. Was? Macht der Pastaarm ein Mikrowellengeräusch? Tut er wirklich, glaube ich. Where's the next? Ey, nicht durch die Wand abhauen. Und dann wieder hinziehen. So, warte auf. Zack, so, zack. Es kommt, es kommt, es kommt. So langsam. Oh, warte mal. So. Jetzt haben wir wieder unsere kleine Nidhogg-Baby-Larve. Jetzt finde ich sie knuffig. Oh, tut mir leid. Guck mal, guck sie dir an. Sie will nur essen. Nom, 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 nom. Trotzdem optisch nicht, nicht so süß. Darunter? Ich glaube, ich will nicht darunter. Wo ist mein Ziel? Links. Na? Lol. Ich will den Fernseher zerstören. Ist das Bild nicht abgeht, finde ich schade. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn dahinter...
Geheimraum gewesen wäre. Guten Tag, Sie haben einen Durchbruch bestellt. Oh. Manche Wände, Decken und Böden tragen spezielle Muster. Wenn du diese von Weitem aus der richtigen Position im richtigen Winkel betrachtest, werden sie kombiniert und enthüllen eine Geheimmission. Stell dich auf die glühende Stelle in der Nähe und blicke in die Richtung, um das Muster zu vervollständigen. Dadurch kannst du die Geheimmission dieses Bereichs spielen. Geheimmission stellt dich vor eine Aufgabe, für die du eine Belohnung erhältst. Nach dem Entdecken einer Geheimmission kann die Mission im Hauptmenü ausgewählt und beliebig oft erneut gespielt werden. Okay. Geheimmission. Eliminiere alle Dämonen. In der Zeit natürlich. Wie cool war das denn bitte? Wie viel halten damit denn diese Dinger? Na komm. So. Geschafft? I did it. Mit dem Schwert aufladen muss ich noch üben. Kann man das auch gedrückt halten? Okay, jetzt ist es geladen. Aber das kann man einmal machen. Okay. Okay, gib mir so ein Life Crystal. Zwei davon haben. Oh, was? Ich habe irgendwie meinen Arm geschmissen. Das wollte ich nicht. Gut, erste geile Mission haben wir. So nice. Und du? Ach so, die gehören zu dem Raum, die Zeichen. Alles klar. Frag mich die Pistole. Ich weiß nicht, Pistols fand ich in Devil May Cry noch nie geil. Ach, come on. Oh yeah. Oh, oh. Kackflieger, die geil. Also dann kannst du mal drauf gehen. Ich habe immer das Gefühl, in der Luft sterben die besser. Ob ich kein S bekommen hätte. Zu lange gebraucht wahrscheinlich. Schade. Bin ich jetzt so lange auf A und dachte schon, ach, gleich kommt das S. Gleich kommt es. Glaube ich dir. Wegen dem scheiß Baum hast du deinen Arm verloren. Ich wäre auch mad.
So. Die Musik ist so cool in dem Spiel, Mann. Auch Devil Trigger ist... Uff. Ich hab mich verdrückt. Jetzt ist mein Gauntlet weg. Ist hier noch irgendwo einer? Nee. Okay, die haben... Oh, die haben den Weg versperrt. Treffe ich den von hier? Jawohl, dann brauche ich nicht komplett hinrennen. Auch wenn ich jetzt mit hinrennen genau... Oh, warte mal, ich muss trotzdem hinrennen. Der sammelt die sich. So. Ich dachte, die fliegen zu mir, aber leider nicht. Oh man, getting sick of this. Da hat's geleckt. Gebietsladung und so. Ich drücke immer A auf, weil es A ist. Ich muss es mal ändern. Das muss ich auch umlegen. Und dann ändert der Sprungknopf sich. Oh, lololololol. Hallo, neuer Gegner. Verrückter Ballschwinger, Hell and Tenora. Oh lol, der kommt ja ganz hinterrücks von hinten. Ich glaube, das zu den Gegnern ziehen wird essentiell der wichtigste Move. Der hat einen Move, die kannst du nicht blocken, also nicht unterbrechen. Das da zum Beispiel. Die Mission geht ganz schön lange. Ich hatte gehofft, dass sie eigentlich relativ kurz ist. Los, Larfi, rein da. Mein Freund Larfi. Not gonna lie. This new arm is pretty sweet. Ja, besser der neue Arm als kein Arm. Keine Arme, keine Kekse und so, weißt du doch. Einige Telefone haben noch funktionsfähige Leitung. Schau sie dir. Lol. Als ob. Guess the phone still works. Took you long enough, dumbass. What happened to the third brief room? Tell you what. You call me from now on and I'll hustle on over. Du kannst Nikos Transporter rufen, bei dem du rote Kugeln gegen Fertigkeiten und Objekte eintauschen kannst. Das ist fucking cool. There's no such thing as too prepared. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Das will ich haben. Wire Snatch mit größerer Reichweite möchte ich haben. Streak 8000. Das ist zu teuer alles jetzt leider. Aber hier den... Ah ne, 35.000. XC 2. Okay. Den holen wir uns mal.
Nein, ich wollte hier rüber und gucken, dass ich noch Arme ausrüsten kann. Ah, okay. Lässt sich ein Gegner werfen und dieser dann sprengen. Okay. Fertig. Kommt jetzt ein Bosskampf oder warum kommt das? Er speichert zumindest. Oh, rote Bubbles. Gib mir rote Bubbles. Bosskampf, sagst du? Jetzt kommt der Cool aus der Tür raus, wetten? Ich sag's doch. Ich liebe Devil May Cry, er ist einfach so abgedreht, krank cool, Mann. A guy around here, about this big, uses a cane. I was supposed to meet him. Did you snack on him? Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. Yeah, no offense. Puny human, do you know who I am? I shall show you the wrath of the mighty, the Lion! Der hat da so ein Bauchproblem. Wie regeln wir das Problem? Das Ausweichen ist manchmal sehr merkwürdig. Ja, ist es eindeutig. Ich verstehe das Ausweichen noch nicht ganz. Wie weiche ich ordentlich aus? Da. Hä? Ja, hä? Es muss zur Seite sein, glaube ich. Ja, ich kann nicht nach vorne ausweichen. Oh oh. Jack it up all you want. Okay, ich hab ein Problem. Ich hab ein dickes Problem. Okay, ich hab ein dickes Problem. Ah, lol. Ich hab zwei goldene Kugeln. Okay. Kann nur zur Seite ausgewichen werden, nach vorne oder so gar nicht. Oh lol. Okay. Aber ich habe doch nicht immer einen Devil Breaker, ist das Problem.
Ah, vielleicht doch. Feuerkugeln kenne ich. Die gehen noch mehr Devil Breaker rum? Warte mal. Ja. Ich glaube, ich muss noch ausweichen, oder? Und manchmal ist das... Oh, hittet der mich halt doch noch. Hallo, nein, ich wollte das blaue Ding da einsammeln. Habe ich das blaue Ding jetzt? What the fuck? Ah, die Explosion mag der nicht. Was piepst da bei ihm? Was hat gepiept? Er ist ein bisschen mad. Okay. Das mit dem explodierenden Arm muss ich noch irgendwie checken. Wie gehen noch Arme rum? Ich glaube, mit der Aufladung droppe ich den auch, den Arm. Das ist ein Problem. Boah, uncool. Ich kann sie stoppen. Er hat mich gegessen. Okay. Frucht gehört mir. Oh, Lord. Okay, das mit den Kombos und den Explosionen und das muss ich alles noch rauskriegen. Und das richtige Ausweichen auch. Das ist ja voll sad, Mann. Ich nehme jetzt einfach noch eine goldene Kugel. Die waren ja nicht teuer im Laden. Und dass man nicht nach hinten rollen kann, macht mich fertig. Ohne Scheiß. Weil ich kann nur zur Seite rollen. Aber ich will auch manchmal nach hinten rollen. Ich komme anscheinend weiter, weil es kommen Gespräche. Ah, ich bin ausgewichen. Ah, ich glaube im richtigen Timing. Ja. Oh, ich habe wieder drei Arme. Ah, weil ich gerest wurde, ne? Jetzt hat er mich getroffen.
Okay, ich habe jetzt alle drei Arme instant in ihn reingedrückt und das hat ordentlich Damage gemacht. Aber ich glaube, Schießen ist gegen ihn echt am besten. Oh, lol. Hätte ich den dem ausweichen sollen, der war so nah. Pick you out of his, tummy teeth. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. So, think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod. It's a tree that grows in the underworld. It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well, let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clyphod roots. V, what the hell are you? I know I'm late, shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you gonna get that? Ding, 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 right by your feet. Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Focus on the mission. Oh boy. Aber wie gesagt, das Movement muss ich noch lernen. Das gebe ich zu, weil das ist irgendwie noch ein bisschen clunky bei mir drin. Das geht bestimmt viel flüssiger. Aber macht Spaß. Und wir gehen jetzt ins Hauptmenü. Und ich würde sagen, im Livestream geht es dann weiter. Ich habe jetzt einen sehr langen Part gemacht. Vielleicht habe ich zwei draus gemacht. Ich weiß es nicht. Ja, wir sehen uns dann im Livestream. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.